Servus und Mahlzeit, hier ist der Olli von Olli's Lob Welt. Ja, wir haben ja leider gerade weltweit eine kleine Krise, sag ich jetzt mal. Deswegen musste man jetzt einiges klären und so. Ich hoffe, euch geht's alle gut, seid bei guter Gesundheit. Ich bin jetzt erstmal zu Hause beruflich. Meine Frau hat es auch erwischt, ist ja Kindergärtnerin, die ist auch zu Hause. Und ja, ich nutze jetzt die Zeit, nachdem ich erstmal alles krisensicher gemacht habe, nutze ich jetzt die Zeit und mache noch Aufträge fertig. Hier habe ich einen auf dem Tisch zum Beispiel. Das ist ein TCR Hyundai i30. Ich zeige ihn euch genauer. Das ist ein GFK-Deckel. Machen wir mal das Licht weg, sehe ich gerade. Das ist ein GFK-Deckel von Skate Outdoor. Ich habe ihn schon grob ausgedremelt. Von den Details her okay, von den Details her ist schon gut. Wartet mal ganz kurz, mein Hund macht Theater. Deswegen Türe zu. So, jetzt bin ich bei euch. Also, TCR Hyundai i30, GFK-Karosse von Scale Outdoor. Details sind okay. Der Rest ist so lala. Also, erstens ist er krumm. Also wirklich. GFK, klar, ist ein bisschen schwierig, aber der ist, ich zeige euch das auch, ob man das sieht. Seht ihr das? Der ist in sich verzogen. Was bedeutet, wenn ich ihn so nehme, dann ist der so verdreht. Versteht ihr, was ich meine? So. Ich probiere das alles zu richten mit Föhnen und gucken und machen. Das muss ich noch gucken. Ja, dann ist das Zeug sehr spröde von Scale Outdoor, muss ich zugeben. Es hat auch sehr, seht ihr das? Ja, jetzt seht ihr es. Brutal. Also schlimm. Wirklich schlimm, muss ich zugeben. Hier ist er auch kaputt. Der kam so an. Den muss ich spachteln. Ja, wie gesagt, da ich kann es euch nicht empfehlen. Ich persönlich würde gerne einen Audi RS3 davon kaufen und mir aufbauen. Aber wenn das GFK oder der Deckel so schlecht ist, dann tue ich mir das nicht nochmal an, weil das ist wirklich ein Heidengeschäft, das jetzt hinzukriegen mit Föhnen und Gucken. Und es ist ein Theater, ganz klipp und klar. Aber lassen wir mal dahingestellt, hinkriegen tue ich es. Der ist für Carrera Schiene. Der wird auf Carrera Digital fahren. Mit einem Digitaldecoder und natürlich auch Licht. Dazu habe ich ein Fahrwerk Eigenbau. Den habe ich hier. Ich zeige ihn mal. Den habe ich kopiert. Das gebe ich ja zu, damit habe ich gar kein Problem. Warum ein Eigenbau? Das Auto soll ungefähr gleich laufen wie Carrera-Autos. Was bedeutet, er bekommt auch der Carrera-Motor rein und so. Das Problem ist, nehme ich meine normalen Fahrwerke, die ich so nehme, dann ist das Auto zu schnell. Das heißt, es fährt jeden Carrera unter den Tisch. Das will der nicht. Klar, man will ja gegeneinander fahren und nicht oder halt vorausfahren. Also habe ich hier einfach 3,5 mm Material genommen, anstatt 3 mm oder 2,5. Und habe dann hier dafür Gewicht gespart, was ich nachher wieder reinsetzen kann. Ganz klar. Und somit kann ich den abstimmen auf den Carrera. Das heißt, ich nehme Carrera, fahre gegen den Carrera und stimme den ab, damit die ungefähr gleich laufen. So mache ich das. Hier, ganz normal, das sind die PU-Reifen auf 19er Felgen. Vorne auch breitere, also im Endeffekt die Scale-Auto-Breite, Originalreifen, weil er fährt PU. So, es sieht schon mal gut aus. Also ich habe es jetzt schon mal alles angepasst. Zeige euch das mal. So. So, ihr seht, man muss da ein bisschen, da ist ein bisschen, aber das schafft man nachher mit dem Föhn und alles macht man das sauber, dass das passt. Also wie gesagt, das passt schon mal sauber rein. Der Leitkiel auch. Das ist schon mal geschafft. Das habe ich jetzt heute auch gemacht. Die ganzen, also Chassis vorbereitet, die ganzen Anbauteile vorbereitet. So, dann wollte ich das Fahrerinlay natürlich auch vorbereiten, zuschneiden. Das macht man natürlich, bevor das Auto lackiert ist. Und dann musste ich was feststellen und da sage ich dann auch wieder, was soll das? Also, das werde ich auch reklamieren. Das geht nicht, weil das geht so nicht. Jetzt zeige ich euch mal das Fahrerinlay. Und jetzt guckt ihr mal dahin. Warte. Doch, da sieht man. Seht ihr den Luftraum? Das sind 10,
15 mm, was das Platz hat. Hier, wenn ich so hebe, dann seht ihr es. Ja, aber was soll das? Also, das ist eine Sauerei. Jetzt zeige ich euch mal eins von meinen Inlays. Da seht ihr den Unterschied sofort. Hier, bitte. So muss das aussehen. Das ist eine Sauerei. Das muss ich zugeben. Das werde ich auch nicht so reinbauen, weil das geht nicht. Wie soll ich 10, 15 mm hier, halt hier und da ausgleichen? Das mache ich nicht. Das ist eine Stückelei. Das ist eine Bastelei. Und eine Bastelei mache ich nicht. Ich will die Teile hier. Ihr seht es nochmal. Wenn ich es jetzt ganz an die Seite tue, wie viel Platz ich da habe. Das geht nicht. Das ist das Originale, wo mit dem Bausatz gekommen ist. Das geht so nicht. Da rege ich mich auf. Ich werde es auch ganz normal ansprechen. Ich hoffe, er kommt mir entgegen, weil entweder muss ich ein eigenes bauen für das Auto oder ich kriege ein gescheites dafür. Weil eigentlich ist es so beim Hyundai, wie ihr seht, man sieht durch die Heckscheibe dieses Kreuz. Aber meine haben die nicht. Das heißt, ich müsste das selber bauen. Vom Bauen her ist das kein Problem. Es ist halt ein Stress. Also es ist ja nicht so, dass manche oder dass sich das alles fix bauen lässt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht nur kotzen über das Ding. Ja, ich will nicht nur kotzen. Was gut ist, ist denn die Details. Ich muss das lassen. Die Lichter sind gut gemacht. Das heißt, man kann da gut arbeiten. Auch die Lufthutzen, die haben keine Verunreinigungen. Türgriffe haben keine Verunreinigungen. Gut, wenn ich es dann wieder von hinten angucke, seht ihr die Lichter. Die sind grausig, das ist aber der grausig. Das kriegt man aber hin, indem man die Lichter einfärbt und dann sieht man das auch nicht wirklich. Ja, ist wie gesagt, das ist ein bisschen komisch, der Scale-Auto-Deckel. Er fühlt sich auch ganz, ich weiß auch nicht, man hat Angst, mal zerdrückten oder so, ich weiß nicht. Ich wollte euch das jetzt einfach nur mal zeigen. Ich wollte euch das jetzt einfach nur mal zeigen, dass ihr das gesehen habt. Scale-Auto GFK-Deckel. Ich persönlich, ja, ich empfehle, also im Moment, ich kann es nicht empfehlen. Ich werde mir auf jeden Fall den Audi A3 kaufen, den RS3, weil ich ja selber Audi-Fan bin und möchte den auch mal sehen. Vielleicht ist der besser, der ist nämlich schwarz. Das hat geheißen, die schwarzen GFK von Scale-Autos seien besser. Okay, das gucke ich mir dann an und würde es euch natürlich auch zeigen. Wie gesagt, zum Chassis, mal gucken, sieht gut aus. Hat eine gute Performance. Mal schauen, wie der dann rennt. So, ich mache jetzt weiter. Ich werde dann jetzt, wie ihr seht, der ist überall ein bisschen hier franselig und so. Weil ich habe den grob ausgedremelt. Jetzt wird er gefeilt und glatt geschliffen. Eventuell verspachtelt. Gut, der muss verspachtelt werden vorne. Dann nochmal geschliffen und dann wird er grundiert. Ja, das habe ich jetzt heute vor. Und bis dahin, bis ich ihn euch wieder zeige, wünsche ich euch jetzt. Wie gesagt, eine gute Gesundheit, bleibt gesund, bleibt zu Hause vor allem. Als Modellbauer, Schrägstrich Slotcar-Bauer, wird man damit kein Problem haben, zu Hause zu sitzen. Ihr seht es ja an mir. Und ja, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Eins noch, da bin ich ja gerade auch dabei, den Stück für Stück fertig zu machen. Ja, schönes Auto. Schön. So, ich wünsche euch was. Euer Olli von Olli Slot Welt.